Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Wir sind hier und müssen uns den nächsten Quests widmen. Was habe ich denn hier? Erkunde Revans. Oh, ich bin komplett raus irgendwie. Auch wenn ich erst gestern gespielt habe. Erkunde Revans Kammer. Revans Vergangenheit. Was ist denn das für eine Quest? Was ist noch? Das ist meine Hauptquest. Okay, da muss ich in dieses olle Casino. Ja, das haben wir alles schon letztes Mal gesehen. So, nachdem die Verteidigung deaktiviert wurde, kann Revans geheime Einrichtung im oberen Industriesektor erforscht werden. General Colvin hat dich gebeten, den Komplex genauer zu untersuchen und festzustellen, was mit den fremdartigen Sklaven geschehen ist, sowie Revans geheimnisvolle Fracht zurückzuholen. Untersuche Revans geheime Einrichtung im oberen Industriesektor. Okay, da kriege ich gute Handschuhe für. Also mache ich das mal. Wo muss ich da hin? Da. Ja, Revans Vergangenheit. Stimmt. Ich habe vor diesem Fahrstuhl aufgehört. Und jetzt mache ich weiter. Leute. Es ist grandios. Mhm. Ja, komm, sterbt! Ihr Bastarde! Kein Bock, mich mit euch rumzuplagen. Oh, Stufenaufstieg. Wow, ich bin Level 21 jetzt schon. Heftig. Ich bin so heftig. Oh, das Bonus. Zerstöre Droiden in Revans Einrichtung. Ja, ach ja. Das war die Story, dass irgendwie da ganz viele Droiden haben zehntausende Krieger vernichtet, aber ich bin der Guy, der das alles machen soll. Der Ewigkeitsmotor, was ist denn das nochmal? Okay. Revans Vergangenheit. Okay, ist alles quasi das gleiche. Die gleiche Quest. Müsste ich da jetzt nicht mit Ionenfeuer deutlich effizienter sein? Weil es sind Droiden, ich meine, das sind technische Geräte. Die müssen ja bei Ionenbeschuss deutlich schneller fallen. Scheint auch der Fall zu sein. Also, das läuft schon. So, gibt es hier irgendwie Loot? Nein. So, wo müssen wir hin? Weiter dadurch. Oh. Oh, Leute. Oh, ich hasse ja diese Zwangsbegegnung eigentlich. Ich möchte nur die Geschichte mitverfolgen. Und eigentlich könnt ihr die Kämpfe auch simulieren. Meiner Meinung nach, denn ich bin zufrieden, wenn ich aus dem Kampf als Sieger hervorgehe. Dann mal los. Und ich will ab einer gewissen Stufe geht man ja auch immer als Sieger hervor. Also selbst wenn mal es haarscharf ist, dann wird man halt Maßnahmen ergreifen. Oh, jetzt kommt er hier noch. Ist mir egal. Ich loote hier trotzdem schon mal so. Jetzt kommt er hier noch. Normalerweise ist man dann ja schon so safe, dass man sagen kann, okay, wenn man jetzt nicht komplett alles falsch macht, dann wird man diese Sache hinter sich bringen können. Das ist ganz schön hartnäckig hier, der Sicherheitsdruide. Guter Junge. Ja, du bist brav, fein. Fein. Meine Güte, stirb endlich. Er fügt uns auch nur Marginalschaden zu, aber er könnte jetzt auch mal sterben. War ich nicht dicht genug dran, dass ich keinen Ionenpuls machen konnte? Scheint so. Wow.
Stirb! Stirb! Meine Güte. 226 Credits. Oh, jetzt muss ich da auch noch lang. Leute, wo muss ich denn überhaupt hin? Geradeaus. Dann wieder ein bisschen rechts. Könnte ich das nicht auch hier machen? Ich vermute. Ah, aber da wird's ja... Ah, gut, da gibt's überall Rampen. Gut, da muss ich mich hier nur mit einem befriedigen... Begnügen. Oh nein, es greifen mich jetzt alle drei hier an. Ich will gut. Oh Gott. Ja, der wird mich auch noch angreifen, der da gerade seine Route hier langläuft. Ist ja toll. Ja, mach doch. Ist mir doch egal. Druidenwachposten. Ist ja zumindest nicht ganz so tough wie der andere, gerade eben. So. Mhm. Alles nehmen. Okay, die werden wir töten. Ich weiß nicht, warum ich manche Fähigkeiten nutze. Ich mache es einfach, um die Sache zu beschleunigen. Könnt ihr mal aufhören hier? Ich muss euch erstmal beseitigen, damit ich mich hier eurem Chef annehmen kann, denn der nervt mich. Ach, so, jetzt hier du. Tot! 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 Ja, sag ich doch. Meine Güte. Muss man es denn so dramatisch machen? Los. Ich will gut aussehen. Ja, ich auch. So. Was ist da? Finde die erste Aufzeichnung. Okay. Was ist da? Erkunde Revans Kammer. Wir haben doch noch eine Menge zu tun. Ja, ist ja gut. Wir töten euch auch. Ihr hättet ja einfach euren Job machen können. Niemand wird es interessieren. Und jetzt müssen wir wieder Drama haben, ne? Ja. Ganz toll, habt ihr das gemacht. Oh. Der Revan war gestern hier. Der olle Revan. Es ist ein Geschenk, in seiner Gegenwart zu sein. Ich spürte die Macht. Sie fließt unter der Haut direkt ins Herz, in die Lungen, in den Bauch. Sie ist Wärme und Kälte zugleich. Der Revan sagt, dass die Macht den Ewigkeitsmotor nährt. Blabiblub, unsere Liebe, unser Hass, alle unsere Gefühle werden in Energie umgewandelt. Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Müsst ihr selber lesen. Aha. Bonus. Finde die zweite Aufzeichnung. Das ist nur ein Bonus. Da ist die zweite Aufzeichnung. Okay. Wir müssen jetzt ja uns halt eh... Oh, nee. Bewegen. Die töten wir jetzt halt noch. Und dann würde ich mal sagen, wir müssen hier geradeaus die Rampe hoch. Also das wird wahrscheinlich die hier sein. Und da können wir wieder... Gegner töten, aber nichts führt uns daran vorbei. Das heißt, ich muss da die nächste Gruppe wieder kaputt machen. Oh. Meine Fresse. Ich mach das. Auch im Rahmen des Videos ist mir das wichtig.
Es ist mir wichtig. Blabliblub. Bla blö bla. Los, stirb, du oller Druidenbastard. Ja. Gott, du auch. Und du auch. Ja, ich weiß, dass er noch nicht tot ist. Ich werde mich ihm am Schluss nähern. Gut, er hat Loot. Zack, bumm. Was gibt's da? Bullshit. War ja klar. Oh Gott, was ist hier? Erkunde Revans Kammer. Das ist Revans Kammer? Ist ja ziemlich lame, diese Kammer. Ach, das sind gar keine Feinde. Okay, ich halte die Schnauze. Mach was. Los. Was ist denn da los? Kannst du bitte hier reagieren? Ach, ich muss mit ihm reden. Okay, gut. Nenua Imuk. Beraka Karamkara. Ninyamok Oramag Yangmegik. Revan hat euch vor Jahrhunderten hierher gebracht. Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Kalajiwa Nimok. Ebemgam Nyama. Der sieht ein bisschen komisch aus. So als wäre er umgedreht. Komischer Typ. Finde ich nicht sympathisch. Ärgert mich, dass er so umgedreht ist. Nun ist der Ewigkeitsmotor groß. Ich nehme ihn. Eine solche Macht gehört in die Hände des Imperiums. Tretet beiseite. Nulilak apa jam kamgram. Amka nem nang nemua inuk. Manub meraka naja. Kinamabam. Yak manala. Jukagi ne paninu. Amkam bina bek nemu kemgram. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Ja, so sieht's aus. Ich mache hier keine halben Sachen. Ich will das und ich kriege es auch. Und jetzt werden es Feinde. Wow! Alle töten. Einfach alle töten. Erstmal Abstand gewinnen hier. Du bist ein Ongry-Sklave. Du hast halt keine Skills. Erstmal hier den Unrat beseitigen. Bullshit. Stirb. Ja, bla bla bla. Ach so. So, jetzt kommst du. Ach, doch auch hin. Ist doch keine Herausforderung. Ist doch alles Bullshit. Es dient doch alles nur, um die Story weiterzutreiben. Ja, spring so viel du willst. Es ist Bullshit. Zu tot? Gibt's ja wenigstens Loot? Ich will gut aus- Kein Loot? Meine Fresse, was für ein Assi. So, jetzt kann ich hier nochmal den Altar anklicken. Nimm den Ewigkeitsmotor. Habe ich scheinbar genommen. So, dann machen wir hier mal weiter. Wir müssen... Ist eigentlich egal. Hä? War hier nicht gerade noch eine andere Quelle? Egal. Gut, wir müssen scheinbar nur noch geradeaus hier raus und den nächsten Teil der Step, der Quest bewerkstelligen. Und ich hoffe, ihr werdet dabei sein. Ich beende das für jetzt, denn das passiert hier alles in meiner Mittagspause. Und ich habe keine Zeit, mich weitergehend darum zu kümmern. Also, bis zum nächsten Mal hier auf Teebeutel P.